Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sagt man. Aber ganz sicher machen hoher Sonnenstand tagsüber und die Sommersternbilder des Nachts am Himmel den Sommer. Zu unserem neuen Video über den Sternhimmel des Sommers begrüßen wir Sie, liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, wieder recht herzlich. Wir, das sind wie immer Oliver Debus neben mir und ich bin Joachim Labutte. Stand das bekannteste Sternbild, der große Wagen, im Frühjahr noch hoch über uns, so müssen wir es jetzt im Nordwesten suchen. Die sieben hellen Sterne kennen die meisten. Sie bilden die Figur des großen Wagens. Wenn wir den großen Bären, in der griechischen Sage ist es sogar eine Bärin, meinen, gehört noch eine Reihe schwächerer Sterne dazu, die die Beine des Tieres bilden. In mondfreien, dunklen Nächten lassen sich diese Sternenketten am besten identifizieren. Großer Wagen und großer Bär bezeichnen also das gleiche Sternbild, wobei der große Wagen nur einen Teilbereich umfasst. Von den beiden Endsternen des großen Wagens finden wir bei fünffacher Verlängerung zum Polarstern im kleinen Bären, der uns immer die Nordrichtung anzeigt. Vom kleinen Bären Richtung Nordhorizont möchten wir einmal auf ein unscheinbares Sternbild hinweisen. Es ist die Giraffe. Kein klassisches Sternbild, sondern erst im Jahr 1613 von dem Holländer Petrus Plancius eingeführt. Der Theologe und Astronom wollte damit an das Tier erinnern, auf dem in der biblischen Erzählung Rebekka nach Kanaan ritt, um Isaak zu heiraten. Natürlich war das keine Giraffe, sondern ein Kamel, wie auch der lateinische Name des Sternbildes Camelopardalis richtig sagt. Wer es nachlesen will, es steht in der Genesis Kapitel 24. Der hellste Stern Beta ist einem kleinen Amateurfernrohr trennbarer Doppelstern. Der zweithellste Stern Alpha ist 5000 Lichtjahre entfernt. Dass man diesen Stern trotz der Entfernung noch so hell sieht, liegt daran, dass er zu den blauen Riesensternen gehört. In der Mitte gibt es noch für den Fälschlicher einen schönen Sternenhaufen zu beobachten mit der Nummer NGC 1502. Im Nordwesten verabschieden sich die Frühlingssternbilder. Der Deichselkrümmung des großen Wagens folgend stoßen wir auf Arcturus, den 35 Lichtjahre entfernten Hauptstern im Sternbild Bootes des Bärenhüters. Am Himmel folgt der Bärenhüter nämlich getreulich dem großen Bären. Folgen wir dem weiteren Verlauf dieses Bogens, stoßen wir auf Spica, den Hauptstern im Sternbild Jungfrau, der aber nur noch Anfang des Sommers über dem Horizont steht und dann verschwindet. Auch der Löwe verabschiedet sich am Nordwesthorizont. Den Süden haben dagegen nun endgültig die Sommersterne erobert. Zwar kann der Sommersternhimmel nicht mit so vielen hellen Sternen aufwarten wie der Wintersternhimmel, hat aber auch markante Konstellationen, allen voran natürlich das berühmte Sommerdreieck. Es besteht aus den Sternen Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Altair im Adler. Während die Sternbilder und deren Namen antiken Ursprungs sind, kamen die Namen der Hauptsterne erst in der Epoche der Fortführung der antiken Wissenschaft durch die Araber hinzu. Durch den Schwan verläuft das leuchtende Band unserer Milchstraße sozusagen die Seitenansicht unserer Galaxis, in der wir uns befinden und die etwa aus 250 Milliarden Sterne besteht. Mit einem Feldstecher kann man sich die Pracht schön erschließen. Östlich, also links vom Sommerdreieck, finden wir noch einige hübsche kleine Sternbilder. Die Bad Homburger Amateurastronomen haben kürzlich die Gegend fotografiert. Rechts im Bild ein Teil des Adlers mit Altair, den Sie mir schön erkennen können, weil er zwischen zwei schwächeren Sternen steht. Links oberhalb etwa auf 11 Uhr auf unserem Bild steht das kleine Sternbild des Pfeils, den der Schütze abgeschossen hat. Nach links unten weist die Spitze, nach rechts oben das gefiederte Ende. Etwa unter dem Pfeil der charakteristische Delfin mit seinem trapezförmigen Vorderteil. Leicht kann man die Form dieses Meeressäugers nachvollziehen, wie es die alten Griechen taten, die mit dem Sternbild demjenigen Delfin ein Denkmal gesetzt haben, der den Sänger Arion vor dem Ertrinken gerettet hat. Im linken Teil des Bildes kommen wir in den Bereich der Sternbilder Steinbock und Wassermann,
die aus eher unscheinbaren Sternen bestehen und schon zum Herbsthimmel überleiten. Im Zenit, fast genau über uns, finden wir das Sternbild Herkules. Wir finden es gut, wenn wir von dem kleinen Viereck der Leier nach rechts, also nach Westen gehen und das zentrale Viereck der Sternbildfigur suchen, die den Körper darstellt. Von dem Viereck ausgehende Sternenketten bilden die Extremitäten. Fertig ist das Sternbild. Etwas oberhalb der Mitte der rechten Seite des zentralen Vierecks finden wir den bereits im Feldstecher sehr schönen Kugelsternhaufen im 13, den Sie schon kennen von der Beschreibung des Herkules im letzten Jahr. Sag mal, Olli, kennst du die Frau des Helden? Nee. Frau Kules. Ach. Wenn wir zeitlich am Abendhimmel noch einmal zurückgehen, wie hier auf dem Foto der Bad Homburger Sternfreunde der Astronomischen Gesellschaft Orion zu sehen, erleben wir im Frühsommer eine Parade der Planeten. Ganz hell glänzt hier in der Bildmitte der Planet Venus als Abendstern, gefolgt von dem Riesenplaneten Jupiter weiter nach links oben. Diese beiden Planeten sind die ersten Himmelskörper, die beim Dunkelwerden erscheinen, daher leicht zu finden. Wir sehen die beiden Planeten auf einen Blick, doch sind sie gänzlich verschieden. Venus ist ein erdähnlicher Planet mit fester Oberfläche, der die Sonne noch innerhalb der Erdbahn umkreist. Bereits ein Amateurfernrohr zeigt Phasen an der Venus wie vom Mond bekannt. Der Grund liegt in der Bahnlage des Planeten innerhalb der Erdbahn, wie diese Grafik zeigt. Wir sehen Venus mehr oder weniger von der Seite. Desgleichen wird klar, warum Venus nur als Abend- oder Morgenstern zu sehen ist. Da innerhalb der Erdbahn kann sie sich nicht zu weit von der Sonne entfernen und geht, wenn sie links von ihr steht, einige Zeit nach der Sonne als Abendstern unter, beziehungsweise wenn sie rechts von der Sonne steht, geht sie als Morgenstern einige Zeit vor der Sonne auf. Wenn Ihnen also jemand erzählt, er habe Venus um Mitternacht gesehen, will er Ihnen einen großen Bären aufbinden oder ist Astronaut auf der Internationalen Raumstation? Ganz anders beim Planeten Jupiter. Er steht über eine halbe Milliarde Kilometer weiter draußen als die Erde. Wir können nur seine sonnenbeschienene Seite sehen und die ist mehr als interessant. Eine dichte Atmosphäre giftiger Gase mit einem dunklen Wirbelsturm darin, den wir von der Erde aus als den sogenannten großen roten Fleck sehen. Daneben von den vielen, meistens durch Raumsonden entdeckten Monden, die vier hellen Monde, die wir im Amateurfernrohr schon bei ihren Umläufen um den Planeten sehen können. Ebenfalls ein riesiger Gasplanet und daher dem Jupiter ähnlich, wenn noch etwas kleiner, ist der Ringplanet Saturn, der sich tief im Süden im Sternbild Waage mit Richtung Skorpion aufhält. Unser Teleskop zeigt bereits ab 40er Vergrößerung das großartige Ringsystem. Je leistungsfähiger, desto eindrucksvoller natürlich das Erlebnis. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich durch mein erstes Teleskop auf den Saturn schaute und den spektakulären Anblick des frei im Raum schwebenden Ringes hatte. Im Sommer wollen wir wieder einige sehr kleine Himmelskörper nicht vergessen. Es sind die Sternschnuppen, die um den 13. August fallen. Die Astronomen nennen sie Perseiden, weil sie aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen. Der Volksmund nannte sie die Tränen des Laurentius, weil sie um den Namenstag dieses Heiligen fallen, der den Märtyrertod bei Christenverfolgungen starb. Nicht nur für Leute, die viele Wünsche haben, lohnt eine Beobachtung dieses Phänomens, zumal durch den Neumond am 14. August die Nächte schön dunkel sind, zum Sternschnuppen gucken. Die erzeugenden Meteoriten sind kleine Brocken und Bröckchen des früheren Kometen Swift-Tuttle, die sich auf seiner Bahn verteilt haben und die die Erde jedes Jahr um die gleiche Zeit kreuzt. Wir haben das letzten Herbst ja bereits ausführlich an den Leoniden im November gesehen. Von den Perseiden kann es zum Maximum 12. und 13. August 70 bis 80 Sternschnuppen stündlich geben. Im Frühjahr hatten wir uns hier mit der teilweisen Sonnenfinsternis beschäftigt. Wer es noch nicht gesehen hat, kann ja nochmal im Frühjahrsvideo 2015 nachschauen. Da die Bahnebenen von Mond
und Sonne noch relativ nahe beieinander liegen, kommt es kurz nach dem Sommer am 28. September zu einer totalen Mondfinsternis. Sie ist von uns aus gut sichtbar und beginnt um 10 Minuten nach 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit und endet in der Morgendämmerung, ist also etwas für Nachtschwärmer. Mehr dazu im Herbst. Wir wollen nur schon jetzt darauf hinweisen, da die Finsternis eine Woche nach Herbstanfang stattfindet, damit Sie sich noch etwas vorbereiten können, zum Beispiel durch einen ausführlichen Film auf unserem Kanal, den wir Ihnen empfehlen würden. Und wir empfehlen uns auch, nämlich bis zum nächsten Mal. Vielleicht können wir Ihnen dann Neues vom Planeten Pluto berichten. Den soll nämlich die Raumsonde New Horizons Mitte Juli erreichen. Bis dahin wünschen wir Ihnen viele klare Nächte, sei es hier oder fern der Heimat im Urlaub. Ihr Oliver Debus und Joachim Labudde.